Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit im Urlaub. Heute mit Upper Body. Heute wollen wir die Arme und unseren Rumpf trainieren. Mach du so mit, wie es für dich okay ist. Wir werden die meiste Zeit auf dem Boden sein. Start nur jetzt im Stehen, um so ein bisschen mobil und locker und aufgewärmt zu werden. Richte dich auf, stell dich hüftbreit auf. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Und du kannst immer anfangen, mit deinen Schultern nach hinten zu kreisen, so richtig locker lassen. Lass deine Knie etwas durchlässig und dein Brustbein angehoben. Werde größer, nimm deine Ellbogen zurück, sodass deine Brustwirbelsäule sich mitdreht. Wenn was nicht geht, dann mach vielleicht ein paar Wiederholungen und mach wieder Pause. Dann mach wieder ein paar Wiederholungen nachher bei den Übungen. Alles ist gut. Jetzt nimmst du deine Hände vorne zusammen, kreuzt die Finger und bewegst deine Handgelenke. Einfach mal durchbewegen. Die brauchen wir auch zum Stützen, was übrigens ganz wichtig ist. Die Stützkraft vernachlässigen wir auch ab und zu im Alltag. Lass die Hände geschlossen und kreis mit den Händen wie ein Satellit um deinen Kopf. Das Ganze dann auch in die andere Richtung. Vielleicht kommst du nicht so weit nach hinten oder weiter. Alles gut. Dann wieder zurückkommen, die Arme auslockern, schütteln und einmal rechts und links nach vorne schwingen. Nimm auch deine Beine mit, schwing ganz locker, rechter Arm vor, linker Arm vor. Eine kleine Herausforderung, wenn du möchtest, wechselst du über oben mal, schau mal, die Hände, schwingst wieder hin und her ein paar Mal und irgendwann wechselst du wieder über oben. Oder du schwingst nur hin und her, alles richtig. Wenn du wechselst, schau mal, dann drehst du da oben nur die Schultern und kannst dann wieder weiter schwingen. Letztes Mal noch, wenn du wechselst. Und dann pendelst du dich aus, lockerst dich aus, schüttelst den ganzen Körper durch. Und während du das machst, kommst du schon an den Rand deiner Matte, denn jetzt gehen wir schon nach unten. Also schüttel dich aus, komm nach unten auf deine Knie und geh mit deinen Händen weit auseinander. Sollte es jetzt so sein, dass die Ellbogen dann neben deinem Brustbein sind, Oberarme waagrecht nach außen und Schultern tief halten, Schulterblätter hinten zusammengezogen. Komm mal nach vorne, Becken schiebt nach vorne und jetzt gehst du mit deinem Brustbein tief, kommst wieder hoch und setzt dich zurück. Brustmuskulatur, also komm vor, atme ein, atme aus, drück dich hoch und wieder zurück. Nach vorne, ausatmen. Und ein. Ellbogen weit weg. Deine Hüfte strecken. Nochmal. In deinem eigenen Rhythmus. Geht auch, wenn du nicht ganz so tief gehst. Lass den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Letzten zwei noch. Und ein letztes Mal noch. Und kurzen Moment zurücksetzen. Brustmuskulatur. Super. Lockern. Jetzt kommen wir gleich weiter und zwar in den Stütz, sodass du auf den Ellbogen gestützt bist. Dazu die Daumen Richtung Decke zeigen lassen. Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie.
kannst auch deine Knie absetzen. Wenn es nicht geht, versuche erstmal zu halten. Schau mal, untere Rand vom Becken kippt ein Stück nach vorne. Genau. Einfach mal bleiben und dann probieren, dein rechtes Knie Richtung rechten Oberarm zu ziehen, linkes Knie Richtung linken. Also, ausatmen, das Knie Richtung Oberarm. Po fest, Bauch fest. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurz entspannen. Die ganze Vorderseite, oder? Dann hast du es richtig gemacht. Lockere wieder aus. Noch eine Runde, auch für die Stützkraft. Und jetzt sind die Hände schulterbreit. Jetzt haben wir den Trizeps, den Oberarm. Okay, noch einmal nach vorne. Schulter schmal. Setz dich wieder zurück. Und jetzt geht dein Brustbein weit vor, Ellbogen an die Taille. Ausatmen, hochdrücken. Einatmen. Und ausatmen, hoch. Nochmal ein und aus. Ein, aus. Nochmal. Kannst auch die Beine ausstrecken, wenn du willst. Auf die Fußspitzen gehen. Letzten zwei noch. Letztes Mal tief. Und entspannt nach unten in die Bauchlage ablegen. Super. Entspannen. Schultern entspannen. Hände bleiben gleich gekreuzt und du nimmst die Stirn auf deine Hände. Du musst auch gar nicht mehr schauen, ich erkläre eigentlich alles. Versuch, deinen Bauchnabel vom Boden wegzubekommen, also gefühlt den Bauchnabel hochziehen, aktiviere die Körpermitte, heb dann deine Hände einen Zentimeter vom Boden weg. So, und jetzt bleibst du genau so, versuchst mit dem Ausatmen nach rechts zu gehen, ein Mitte, aus nach links, wie ein Scheibenwischer, deine Rückenmuskulatur. Die Schultern tief. Lass die Stirn über deinen Händen. Immer noch. Noch 4, 3, 2, 1 halten und entspannt ablegen, auslockern. Hände stützen, drück dich hoch. Und setz dich auf die Seite. Seitliche Rumpfkraft. Okay, dazu stützen wir uns natürlich auf den Ellbogen. Beliebte Übung. Unterschenkel zurück.
Zieh dich mit dem Unterarm ran. Wenn du nur zwei Wiederholungen machst, ist auch okay. Aber probier es. Raus aus der Schulter. Heb dein Becken an. Drück die Hand hier auf deine Hüfte. Dann hast du die Kontrolle, deine Hüfte wirklich senkrecht ist, deine Hüftgelenke senkrecht übereinander sind. Jetzt streck dein oberes Bein und streck dann deinen oberen Arm. Und versuche jetzt hier zu halten. Der Unterarm zieht in die Richtung, okay? Ellbogen und Hand zueinander, wieder öffnen. Nochmal. Wenn es nicht mehr geht, unauffällig dein Becken absetzen. Geht noch 13, noch 2, 14, 15 und lösen. Puh, super. Andere Seite. Einmal rum. Ellbogen stützt. Gefühlt den Unterarm zu dir herziehen. Die Richtung. Eine Linie. Oberkörper, Oberschenkel. Drück dich hoch. Kontrollier wieder. Senkrechtes Becken. Geht? Ist das schon schwer, oder? Es reicht auch, wenn du nur hältst. Wenn du möchtest, Arm und Bein lang und zueinander, auseinander. Becken oben halten. Noch fünf, vier, drei, zwei, einen und absetzen. Super. Aufrichten, hinsetzen, Fingerspitzen ruhig nach außen zeigen lassen. Du kannst auch noch mal zwischendurch lockern. Jetzt nimm die Fingerspitzen entweder wirklich raus oder so ein bisschen mehr nach hinten. Füße hüftbreit aufstellen. Brustbein heben, Becken heben. Und aus dieser Spannung versuchst du jetzt rechte Fuß Richtung linke Hand, linker Fuß Richtung rechte Hand. Stütz dich richtig raus. Geht. Wenn es nicht mehr geht, Pause einlegen. Nur wenn es nicht mehr geht. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3 und absetzen. Handgelenke entspannen, die haben es geschafft. Bleib aufgerichtet, Brustbein gehoben. Gib deinen oberen Rand vom Becken etwas zurück. Und jetzt heb deine Beine an. Knie zusammendrücken, rechter Winkel. Brustbein anheben. Hände vorne fassen, Schultern tief. Und dann versuchst du, auf deine linke Gesäßhälfte zu kippen, Oberkörper nach rechts und wechseln. Und wechseln, ausatmen. Schrägen. Kannst die Fußspitzen auch unten lassen, wenn du möchtest. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 und Oberschenkel fassen, langsam dich abrollen, in die Rückenlage locker lassen, Nacken entspannen, lass den Kopf ruhig auch nach rechts und links rollen. Und dann lässt du dein rechtes Knie angezogen. Deine rechte Hand drückt mit dem Handballen an den Oberschenkel. Linkes Bein hebst du an. Linke Hand nach oben. Und jetzt versuch, Druck zu geben und Arm und Bein ausatmend öffnen. Dann kommst du zur anderen Seite. Gib Druck und ausatmen, öffnen. Gib Druck. Immer erst Druck und dann öffnen. Denn wenn du Druck gibst, hast du gleich den tiefen, queren Bauchmuskel aktiviert, der jetzt gerade so sehr wichtig ist. Also wirklich Druck. Und wenn du das Gefühl hast, es ist schwer, kannst es fast nicht halten, dann streck dein Bein einfach nicht so weit nach unten, sondern mach die Bewegung kleiner. Der Nacken ist lang, die letzten 4 schaffen wir noch. 4, 3, 2, 1 und Unterschenkel fallen lassen, Knie ranziehen, kurz mal entspannen. Jetzt lass deine Knie entweder angezogen, es gibt jetzt ein paar Variationen. Wichtig ist, dass du nicht mit Schwung arbeitest, sondern aus deiner unteren Bauchmuskulatur. Dazu Handflächen zur Decke, damit du auch nicht mitdrückst, also Handfläche hoch. Fersen bleiben ganz nah am Gesäß und du versuchst jetzt, dein Becken anzuheben. Ausatmen, ein. Also das soll nicht passieren. Nur aus der Kraft Bauchmuskel hebst du dein Becken jetzt an. Klappt das? Wenn das gut klappt, nimm die Beine nach oben, kreuze und senkrecht nach oben deine Beine hoch. Hier locker bleiben. Und dann machst du es mit dem anderen Bein vorne nach 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal beide Füße parallel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, geht noch, es darf zittern, 3, 2, 1 und Unterschenkel fallen lassen, nacheinander die Füße abstellen, ganz einfach deswegen, weil so ist es für den Rücken vielleicht belastender, also mal nacheinander, dann ist es ganz schonend. Lass die Fußsohlen zusammen, lass die Knie nach außen kippen. Und entspanne einen Moment, lass locker. Dann langsam wieder aufstellen, jetzt kreuze dein rechtes Bein oder linkes Bein oben. Also rechts ist aufgestellt, links kreuzt. Arme zur Seite und lass die Knie nach rechts kippen, wenn links oben ist. Kopf zur Gegenseite
Und entscheide einfach jetzt, wie weit du darüber ziehen möchtest. Spür die Taille. Stell den Fuß auf, komm langsam wieder zur Mitte, wechsel die Seite, rechts kreuzt, nach links kippen, Kopf zur Gegenseite, in den Bauch atmen. Langsam wieder zurück. Jetzt entweder ein Bein fassen und zum Sitzen kommen oder über die Seite eins weiter aufsetzen. Bleib einen Moment sitzen, lass deinen Kreislauf kurz in Schwung kommen. Richte dich auf, atme ein, atme aus und lass dich nach links kippen. Lass den rechten Arm weit rüberziehen. Mit jedem Ausatmen hier so ein Stück lockerer lassen, ein Stück weiter ziehen. Seite wechseln, andere Seite aufrichten, nach rechts. Locker lassen den rechten Arm. Langsam wieder zurückkommen, super, rund werden, aufrichten, nochmal rund, aufrichten und gleich von dieser Stellung ein Bein aufstellen, auf die Hände kommen, noch nicht aufstehen, erstmal auf die Füße, stütz die Hände auf die Oberschenkel, mach deinen Rücken ganz rund, gerade, noch einmal ganz rund. Gerade. Und wenn du gerade bist, dann richte dich auf. Komm nach oben. Lockere dich aus. Lockere auch mal deine Handgelenke. Die haben es verdient. Lass locker. Atme ein. Rechter Arm. Den fasst du mit der linken Hand. Rechtes Bein kreuzt und jetzt zieh deine ganze Seite in die Länge. Und mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken. Lösen, andere Seite. Kreuzen, ganz lang ziehen. Morgen kommt Hot Legs. Sind die Beine dran. Dass du schon mal weißt, auf was du dich so vorbereiten kannst. Komm zurück, zieh die Schultern tief, nimm den Kopf nach links, lass den Nacken noch ein bisschen dehnen, links ganz locker, Knie durchlässig und rechts die Schulter tief ziehen. Nach oben zur anderen Seite. Hast du ein stabiles Gefühl in der Körpermitte? Interessiert mich natürlich. Gerne unten reinschreiben. Wenn es dir gefallen hat, gefällt mir drücken. Nach oben Kopf hängen lassen. Am Hinterkopf ziehen. Ganz sanft. Aufrichten, lockern, einatmen, Länge, ausatmen, fallen, einatmen, Länge,
Ausatmen, fallen und noch einmal strecken und räkeln. Das lohnt sich auf jeden Fall jetzt. Rücken- und Bauchmuskeln, Arme, Schultern. Ausatmen, die Arme auslockern. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Gerne unten reinschreiben, wie schon erwähnt. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, mit was auch immer, mit was es dir wert ist, der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung mit 2,50 Euro im Monat oder 5 Euro oder 10 oder 20 oder 50, was du möchtest. Kann man auch jederzeit wieder verändern. Auf jeden Fall vielen Dank an die, die das bereits tun. Wenn du Lust hast, sei einfach beim nächsten Mal wieder dabei, dann folge dieser Playlist, die du auch eben auf meinem Kanal findest, Fit im Urlaub, oder such dir einfach aus den Videos das heraus, worauf du Lust hast. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!